Also heute früh hätte ein 25-jähriger Asylbewerber aus Sierra Leone in der Asylbewerberunterkunft in Stephans Posching in Gewahrsam genommen werden sollen. Grund war Rückführung nach dem Dublin III-Abkommen. Der Asylbewerber aus Sierra Leone konnte nicht angetroffen werden. Nichtsdestotrotz haben dann mehrere Asylbewerber, wohl ist zum Zwischenfall gekommen, die Polizeibeamten, die sind angegangen worden. Aktuell wird der Polizeieinsatz in der Unterkunft in Stephans Posching vorbereitet. Natürlich, wir wollen solche Straftaten oder auch Angriffe, Übergriffe auf die Einsatzkräfte, das können und wollen wir auch nicht dulden. Es findet jetzt eine Begehung der Unterkunft statt, um mögliche Straftäter auch deckfest zu machen und auch künftigen Übergriffen auch vorzubeugen.